Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem, ja gut, man sieht's eh, U-Boot-Gefecht. Hier haben wir das deutsche U-Boot U-69, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Eins der bekanntesten U-Boote, oder eins der bekannteren U-Boote von, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg, oder? Also zumindest eins, das auf über 10 Fahrten, über 16, wie viel versenkt hat, das sagt man so, wenn es 10 Fahrten waren, sagt man, über 10 Fahrten, pipapo, damit meint man nicht, dass es weit über 10 sind, sondern dass es auf jeden Fall 10 waren. Und um die 16 Schiffe versenkt unter drei Kapitänen und tatsächlich am längsten im Einsatz war oder auf Fahrt war. Wargaming wird uns mit vielen historischen Schiffen, und damit meine ich U-Boote, die stählernen Särge, die es zuhauf in den Kriegen gab, bei Zweiter Weltkrieg natürlich mehr und jetzt sowieso, beehren, weil ich denke mal, es ist hinlänglich bekannt, der Grund, warum Wargaming U-Boote unbedingt ins Spiel bringen möchte, ist nicht, um einen historischen Ansatz zu haben oder um, wie kann man das sagen? Um das Spiel zu komplettieren, weil U-Boote zur maritimen Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg dazugehören wie Flugzeugträger. Nein, der Grund ist natürlich banaler. U-Boote sind eigentlich nur eine stählerne Wurst, welche sich an den Schwellkörpern und an den Aufbauten ein bisschen ändern. Schwellkörper sind natürlich die Ballasttanks und die Aufbauten ist die Insel in der Mitte. Und das war's. U-Boote, ich glaube, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber nehmen wir an, man braucht, um ein Schlachtschiffmodell zu erstellen, 6 Monate, um es auszumodellieren, von der Whitebox zur Greybox, so schieß mich dort alles. Und dann die Funktionen einzubauen und das Balancing und unterschiedliche Möglichkeiten auszuarbeiten, dann wird es bei einem U-Boot wahrscheinlich um ein Vielfaches geringerer Faktor sein. Da ist es einmal kurz. Ansonsten bin ich wieder zu laut. Ist natürlich wie immer spät. Um ein Vielfach geringerer Faktor, was den Zeitaufwand betrifft. Und natürlich kann man auch in viel höheren Geschwindigkeiten und vor allem Stückzahlen Premium-Schiffe daraus generieren, die alle ziemlich ähnlich sind. Man muss sich nur eine andere Mechanik einfallen lassen. Was man Wargaming aber nicht vorwerfen kann, tatsächlich ist, dass sie die U-Boote nicht ausreichend testen. Wie und wo sie das machen, nämlich im Zufallsgefecht und im Ranked. Auf den Live-Servern ist natürlich eine andere Geschichte. Kann man gut oder auch nicht gut finden. Ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht, so gewöhnen sich die Leute ein bisschen eher daran, weil sie sich daran gewöhnen müssen und sie werden nicht ins kalte Wasser geworfen, sobald das Ding live ist. Die U-Boot-Stats zählen nicht, wenn man mit denen übt, auch wenn man jetzt im Zufallsgefecht fährt. Zumindest tauchen sie nirgendwo auf momentan. Ob sie später ausgelesen werden, ist eine andere Frage. Natürlich zählt es, wenn man von den Dingen Schaden nimmt. Wargaming arbeitet daran, macht gute Änderungen und fragwürdige Änderungen wie die Magnetzünder, die sie durch Torpedos ins Spiel bringen wollen, die doppelt so viel Schaden machen, aber dafür ungelenkt sind und dass sie den normalen gelenkten Torpedos damit 0.10.10 den Zitadellenschaden nehmen wollen und sie ihn ungelenkter machen, zumindest zu Beginn und dann doppelt so viel oder halt besser und so weiter. Es wird geändert. Was auch geändert wird ist, und übrigens super schlau hier die Torpedos schon vorher abzuschießen auf eine Lücke, wo immer viel Verkehr ist normalerweise, weil da die Leute durch müssen und die Derflinge rechnet mit einem Ping. Nicht mit direktem Torpedobeschuss in so kurzer Zeit, weil der Ping kam halt erst jetzt, aber super schlau. Da kommen 4 Torpedos rein. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Perspektive hin und wieder, um zu sehen, ob ich den Ping jetzt setzen sollte oder 10 Sekunden vorher und habe dann das Problem, dass da nichts trifft. Das hat unser Einsender, das ist Gunner vom Clan Fuso, gemeinsam mit Dennis und Darkmoon im Molotov und Monaghan in der U69 jetzt tatsächlich nicht. Die gute Änderung, wo ich vorher ansetzen wollte, ist, mit Patch 0.10.10 wird das U-Boot, sobald es unter Wasser ist, nur noch auf 2 Kilometer Proxy Spot, also Minimal Spot, spotten können. Das bedeutet unterm Strich, wir haben hier im U-Boot nicht einen besseren DD mit besserer Aufdeckungsreichweite, aber ein bisschen langsamer, zumindest auf Stufe 6, mit einfacheren Methoden zu entkommen, weil Smoke schützt nicht vor Schaden. Wenn man auf den tiefsten Punkt taucht, schützt das schon vor Schaden. Sondern wir haben dann tatsächlich ein Schiff, das nur scouten kann, wenn es auch gespottet werden kann. Und das ist etwas, was die Spieler schon lange unter Anführungszeichen gefordert haben. Rein
Also rein von der Idee her finde ich, sollte ein U-Boot nicht als reiner Schadensrand ins Spiel kommen, um Schlachtschiffe zu kontern, weil unterm Strich macht er halt wie nur das, langsame Ziele, die sich nicht viel bewegen oder auch nicht schnell sind, dann zu kontern, sondern er sollte auch andere Aufgaben übernehmen können. Denn man sieht, die DD sind nicht sehr beliebt. Wir haben einen DD, der schon tot ist im Gegnerteam, und einen DD, der noch im Spiel ist und U-Boot. Ein bisschen mehr Spot schadet nicht. Da könnte man jetzt sagen, gut, das ist für Oberflächenschiffe, die ganz weit hinten stehen, ist das praktisch. Für Oberflächenschiffe, die aber an der Front stehen, ist es beschissen. Weil wo der Gegner die Spotting, die Aufklärung hat, da hat auch... also ich meine umgekehrt, da wo wir das, die Aufklärung haben, hat sie auch der Gegner und dann können wir beschossen werden. Deswegen ist wahrscheinlich auch der DD da schneller raus. Wobei, gut, das kann tausend und einen Grund haben. Die Derflinger hat hier wieder die gleiche Idee, das gleiche Problem. Und Gunner hat hier das Problem, dass der zweite Ping nicht durch die Insel geht. Das ist tatsächlich auch gut so. Wäre schlimm, wenn man auch noch durch Inseln pingen könnte. Relativ tragisch. Könnte jetzt, glaube ich, sogar nochmal pingen. Die Torpedos, der zweite Torpedo wird das sogar nochmal lenken hier. Der einzelne Torpedo, der jetzt auf 5,8 ist. Ich glaube, das macht er auch. Nee, macht er nicht. Den einen Torpedo lässt er einfach laufen, wie es aussieht. Vielleicht trifft sie noch hinten die Kongo oder die Queen Elizabeth. Wäre auch eine Möglichkeit. Naja. U69, U-Boot Typ 7C, jetzt bin ich nicht dran. Momentan haben wir die Deutschen und die Amerikaner. Wir können auch sicher sein, die Briten und die Russen, die werden als nächstes kommen. Sie alle werden kommen. Schade, er hat die Kongo gerade verfehlt. Zumindest der reine Torpedo. Und die Queen Elizabeth könnte er aber treffen. Achtet auf den ganz links auf der Karte. Diesen Torpedo hier. Bekommen wir einen... Nein, nein, ist vorbei. Schade. Wie gesagt, die Perspektive hier. Die Perspektive. Viele haben im letzten U-Boot-Video geschrieben, das ist ein Alles-oder-Nichts-Schiff. Ich glaube, die U-Boot-Spieler werden immer besser damit klarkommen, je länger es die Dinge im Spiel gibt. Vierfach-Zitadelle. Wie gesagt, Doppelping, ne? Wasser-Einbruch nur einer, weil es nur in der vorderen Sektion war. Das ist, ja klar, jede Sektion, also jede Hälfte des Schiffes kann nur einen Wassereinbruch bekommen. Aber ich glaube, die Kongo hatte keinen Spaß. Das wird es, wie schon erwähnt, dann nur noch mit den ungelenkten Torpedos geben. Auch ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist schwierig, U-Boote zu balancen und sie interessant zu fahren. Oder interessant für all jene zu machen, die sie spielen oder fahren. Natürlich. Momentan ist es noch nicht einzuschätzen, was das mit den Schlachtschifffahrern macht. Ich würde ja gerne behaupten und sagen, ja, alle Schlachtschiffe, die... Jetzt bräuchte man noch einen Hauptturm, so eine Granate drauf. Alle Schlachtschifffahrer, die früher alleine irgendwo standen, um die Flanke zu halten, die müssen sich jetzt in Gruppen organisieren. Aber tatsächlich ist das halt nicht so. Dem Schlachtschifffahrer ist das ein bisschen egal, weil er nicht gerne auf die Karte schaut und deswegen nicht aufpasst, wo was passiert. Oder zu beschäftigt ist gerade mit der Monaghan. Vielleicht. Vielleicht. Oder aber, was verständlich ist, er hat Probleme damit, ein Schiff zu bekämpfen, das er nicht aufdecken kann. Zumindest nicht, wenn der U-Boot-Fahrer aufpasst und auch zum Beispiel. Jetzt einmal tauchen, ja, wunderbar. Und schon verringert sich seine Aufdeckungsreichweite ausreichend. Was ich sagen will ist, nicht jede Klasse ist dazu geeignet, ein U-Boot zu bekämpfen. Ja, aber auch nicht jede Klasse kann ein DD bekämpfen. Wenn ein Schlachtschiff, oh, das Fett ist da rein. Ja, ja. Wenn ein Schlachtschiff von einem DD gejagt wird, hat er auch Probleme, es zu spotten und kann es nicht bekämpfen, wenn ihm nicht dabei geholfen wird. Aber bei einem DD, da sind alle Torpedos ungelenkt. Und da kann er ausweichen. Aber bei einem DD haben wir auch mehr Torpedos. Problem ist, wenn wir jetzt der Klasse der U-Boote schnelleren Reload bei den Torpedos geben und sie dafür ungelenkt machen. Könnte auch schwierig sein. Ich verstehe schon, warum Wargaming hier einen unterschiedlichen Ansatz bei den Schiffen haben möchte, was die Mechanik der Torpedos betrifft, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt,
Das ist eine beschissene Idee. Ich würde jetzt noch nicht pingen. Ich hätte sie zuerst laufen lassen. Aber gut. Ich bin auch nicht gut in U-Booten, ne? Aber was soll's? Ich will jetzt unbedingt den zweiten Ping, den bekommt er jetzt auch. Ja, und das sind Zitadellen. Da wird nichts mehr stehen bleiben. 20 Sekunden hat er noch. Wichtig ist nur, dass man nicht einmal pingt nochmal. Weil wenn man noch einmal pingt, dann hat man das Problem, dass der Ping weg ist, also der doppelte Ping, und man nur noch den einfachen hat, zwar gelenkt, aber keinen Zitadellenschaden. Und ja, das Gefecht war sehr kurz. 96.000 Schaden. Und ja, nicht jedes Gefecht wird so sein. Manchmal hat man das Problem, dass man nicht in der Lage ist, den Schaden anzusetzen, weil alle nur fahren oder alle nur wegfahren oder eine Idee in die Mitte hält, den niemand von unserem Team bekämpft. Quasi ein Umstand, den man in vielen Gefechten haben kann. Hier seht ihr aber das Problem der U-Boote. Und ich habe bisher noch kaum Einsendungen gesehen, wo Schiffe bekämpft worden sind, die tatsächlich viele Trefferpunkte, also wenige Trefferpunkte haben und viele Credits und viele Basics bringen. Denn meistens sind es halt Schlachtschiffe. Einfacher zu treffen, einfacher zu predikten. Man trifft sie meistens allein an, meistens hinten, hier beim Durchfahren. Und man sieht, der Schaden ist gut, aber die Ausbeute ist, haben wir hier, die Ausbeute. Die Ausbeute ist tatsächlich auch gut für ein Stufe 6 Schiff. Ich habe jetzt tatsächlich weniger erwartet, aber wahrscheinlich der Kill. 41.000, ja, sind drei Viertel, nicht ganz die Hälfte, nicht ganz die Hälfte. Weil die Konga hat nur 50k, könnte es vielleicht gewesen sein mit dem Kill, scheint noch Aufklärung ist gering. Tatsächlich kommt es mir vor, als würden die U-Boote einen zu krassen Schadensmodifikator haben. Aber kann mir auch nur so vorkommen, wir haben einen Cap gecapped. Wie gesagt, mir kommt es hin und wieder so vor, also als ich U-Boot gefahren bin, ich habe nur 10 Torpedos rausgehauen, 5000 Schaden gemacht und bin über 1000 Basic Speed gekommen. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, dass Wargaming hier momentan den Testern ein bisschen ein gutes Gefühl geben will, damit sie häufiger gefahren werden. Ich will da nichts unterstellen, ich kenne die Daten nicht, was das betrifft, von daher. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist. U-Boot auf Stufe 6 haben wir jetzt auch gesehen. Jetzt brauche ich ein paar amerikanische U-Boote, Stufe 8, Stufe 9, Stufe 8, Stufe 10, Stufe 6. Da können wir uns die auch noch einmal anschauen. Eine Balao vielleicht. Finde ich immer interessant. Wie gesagt, verteufelt das Neue nicht, denn es wird so oder so kommen. Ihr müsst lernen, damit umzugehen oder ihr müsst das Spiel wechseln. Und wenn ihr das nicht wollt dann und es weiterspielt, aber nicht lernen wollt, wie ihr damit umgehen könnt, dann werdet ihr keinen Spaß mehr haben und früher oder später auf jeden Fall das Spiel wechseln. Ein guter Spieler passt sich an, heißt es immer. Gelingt mir auch nicht. Also nicht immer. Aber mehr als versuchen, geht halt nicht. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.